Hallo auch am Start, grüß dich, Moinchen, dass du da bist. So, wir sehen den Item-Shop, da gibt es wirklich den imperialen Sturmtruppler. Wahnsinn, Star-Wars-Reihe-Outfit. Wow. Wie viel V-Bucks? 1500 nur. Boah. Guckt euch das an, Digga. Ein echter Sturmtruppler, einfach in Fortnite. Boah, es haben so viele früher so geleakt, vor ein, zwei Jahren schon. Viele haben gesagt, ja, der wird bestimmt in den Shop kommen. Er wird schon bald kommen. Und jetzt ist er da, Leute. Der Sturmtruppler. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn dann bald auch noch hier... ihr wisst, die ganzen Jedis noch dazukommen. Wird auch ganz, ganz heiß, wenn dann noch Darth Vader kommt zum Beispiel. Boah, das wird auch nochmal richtig krank. Aber ich finde schon mal erstmal hier für den Anfang hier imperialer Sturmtruppler ein sehr, sehr geiler Skin. Gefällt mir wirklich. Stark. Und dann muss es auch irgendwann so Laserwaffen geben und sowas. Wirklich, no joke. Muss es halt einfach geben. Das würde perfekt passen. Zocke heute nicht, fahre zu meiner Schwester immer zocken, Bock nicht. Okay, Octai, kein Ding, Rudi. Schön, dass du da bist. Mit seiner Familie natürlich Zeit verbringen ist auch immer eine sehr, sehr wichtige Sache. So, dann sehen wir hier noch die Treibhaustomate für 1500 V-Bucks. Die kennen wir ja schon. War schon ein paar Mal im Shop. Ist einfach nur die Tomate halt in vergammelter Form. Und ja, finde die ganz nett. 1500 V-Bucks, kann man machen. Es gibt bald Lichtschwerter als Pickaxe. Mama, das habe ich mir schon gedacht, Digga. Das meine ich ja. Wird schon bald alles geben, Leute. Dann noch, wird zu geil Anakin Skywalker oder weiß ich was. Also, wird insane, wenn noch mehr hier von Star Wars kommt, Digga. Ich habe richtig Bock drauf. Weil ich zocke jeden Tag und lerne auch ein bisschen mehr Familie. Genau. Finde ich auch. 1500 V-Bucks hier, Magengranate. Der Burger Boss hier auch in vergammelter Form. 1500 V-Bucks. Kann man machen, Digga. Sieht auch in dunkler Form auch schon ganz nice aus. Mit den Augen, da die so leuchten. Ist schon fresh. So, was haben wir noch? Wir haben dann hier Plastikpatrouille für 800 V-Bucks. Gibt es diesen Skin hier? Und auch diesen Skin hier. Ach, Spielzeug-Soldat-Lackierung. Ach so, für ihn noch. Ach so. Es gibt noch für ihn Lackierung. Okay. Lackierung gibt es auch noch. Dann gibt es das noch in der weiblichen Form. 800 V-Bucks. Männliche Form. Ja. Also ich muss sagen, auf jeden Fall, diese beiden Skins sind ein richtig, richtig, richtig gutes Schnäppchen für 800 V-Bucks, solche gute Skins hier zu bekommen. Wirklich solche gute Skins zu bekommen, die gut designt sind und dann auch noch richtig schön kreativ sind als Sturmtruppler. Finde ich sehr, sehr geil. Schnäppchen und empfehlenswert. So, dann sehen wir hier noch Dämonenschädel, 1002 V-Bucks. Halte die Macht einer verlorenen Seele in den Händen. Also... Das sieht irgendwie aus wie so... Das sieht ziemlich brutal aus, ne? Wie so ein Monster, was einen direkt auffrisst. Schon insane. 1200 V-Bucks. Kann man schon echt Angst bekommen. Ah, die Spitzhacke gefällt mir wirklich. Die ist richtig geil. Ah, hier gibt's noch was. Hier gibt's noch den rostigen Pizzaschneider für 800 V-Bucks. Auch noch eine Spitzhacke hier zu den ganzen Skins, die wir ja schon gesehen haben. Ja. Finde ich ganz cool. So, ist auch mal was Neues, ne? Dann gibt's das hier nochmal als Pfannenwender, Stachelklatscher, auch ganz nice. Nur mit Stacheldraht, damit das so ein bisschen brutaler ist, ne? Ihr wisst Bescheid. So, 1002 V-Bucks hast du gesagt. Ich hab, ja, okay, wenn du das gehört hast, aber... okay, gut. Ich meinte 1200. So. Wenn ich ein bisschen zu schnell rede, kann man das ja auch nicht immer alles gut verstehen, aber okay, wir machen weiter. So, dann sehen wir hier noch den toxischer Sprayer, 1200 V-Bucks hier. Jo, den kenne ich doch, der war auch schon ein paar Mal im Shop, ne, so 10 Mal locker. Oh. Also der ist auf jeden Fall ziemlich breit, ne? Der ist ziemlich breit, ziemlich heftig auch. Mit seiner Maske hier noch so. Gefällt mir. Hier noch so ein Backpack. Das ist schon geil. Dann haben wir noch hier Signature Shuffle 800 V-Bucks. Der ist lässig. Ursula von der Leyen auch am Start. Schön, dass du da bist. Der ist schön lässig. Der ist geil. Und dann sehen wir hier noch Hüpf-Lama. 500 V-Bucks. Fortbewegung finde ich auch ganz geil. Einfach mit einem Lama durch die gesamte Map hier durchlaufen. Ist auch mal eine echt feine Sache.
Dann sehen wir hier noch den Abfeiern-Emote. Den finde ich sehr, sehr geil. Man hat eine gute Mucke. Tanzt auch ganz nice. Und ist super, super billig. Für 200 V-Bucks kriegt man den. Wirklich, das ist ein Ultra-Stäppchen. Total empfehlenswert. So, haben wir auch sogar auch drei auf ihrem Bruder Schiff die Basis geschenkt. Ihr wisst Bescheid. So, dann noch Sumpfjägerin, 800 V-Bucks. Meisterin der Mogriffe, 800 V-Bucks auf jeden Fall. Ein sehr, sehr gutes Schnäppchen. Und auch ein sehr, sehr nicer Skin. Ist jetzt nicht einfach so ein No-Skin oder so, was man auch für 800 V-Bucks manchmal kriegen kann. Sondern ist auch mal wirklich ein einzigartiger Skin. Finde ich sehr, sehr cool. Kriegt man wirklich sehr, sehr selten für 800 V-Bucks. So, das ist der gesamte Shop. Wie gesagt, das ist wirklich hier die absolute Krönung. Imperialer Sturmtruppler, kracker Skin, muss ich sagen. Top 1 hier im Shop auf jeden Fall. So, zum krönenden Abschluss seht ihr noch meinen Creator-Code. Boxingman-Bra kann man ganz easy im Item-Shop eingeben. Und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. Kuss geht raus an die, die es tun. Danke für den Support, Leute. Es ist wirklich kostenlos, dauert auch nur 2 Sekunden. Und wenn ihr euch dann was im Shop kauft und mein Creator-Code Boxingman-Bra ist in eurem Item-Shop, dann unterstützt ihr mich auf Ehrenbruder-Basis. Würde mich sehr, sehr freuen. Und vergesst natürlich nicht, alle 14 Tage wird er gelöscht. Deswegen auf jeden Fall auch immer wieder neu eintragen, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt. Es ist mir auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr den Creator-Code BOXINGMAN-BRA eingibt, weil durch diesen Support hier, wenn ihr den im Shop eingibt, kann ich hier weiterhin YouTuber sein und euch geilen Content liefern. Deswegen macht es auf jeden Fall. Außerdem könnt ihr natürlich auch hier noch die ganzen Pakete euch noch gönnen, wenn ihr wollt. Auch natürlich mit meinem Creator-Code BOXINGMAN-BRA.